Guten Morgen. Ja, schön, dass die Pläne sich immer zerschlagen. Ich bin noch an der Seiser Alm, gar kein Problem. Aber ich habe gestern mit einem Mitarbeiter von der Bergbahn noch gesprochen. Und der sagt, ich soll zur Sandnerspitz. Da sieht man auch den Langkofel. Und es ist eine Rundtour oben auf der Seiser Alm. 10 Kilometer ungefähr. Die soll, also ich habe mit dem gesprochen, der sagt, ich soll das machen. Das soll die schönste Tour da oben sein, wo man die meisten tollen Aussichten und die schönsten Berge, wie der Langkofel und so hat. Also, und das machen wir. Mein Plan über Bord geschmissen. Und ich bin jetzt auf dem Weg, ein Ticket mir zu lösen. Und dann schön, dass ihr da seid. Und auf geht's ins Vergnügen. Seiser Alm, sage ich euch heute. Ja, hier bei der Seiser Alm Talstation. Sicherlich fragt ihr euch, wo komme ich oben an? Das heißt Kompatsch. Und von dort aus gibt es zahlreiche Möglichkeiten hier auf der Seiser Alm. So, ich bin jetzt oben angekommen. Und wir haben aktuell 15 Grad und wir sind auf 1857 Meter. Und von hier hat man gleich den Ausblick auf die Sandnerspitze. Ja, hier gibt es noch Helden aus vergangener Zeit. Ja, ich liebe es in der Früh alleine unterwegs zu sein. Die Natur für mich zu genießen. Eine Zwischenstation am Alpenhotel Panorama. So heißt auch die Seilbahn. Die geht auch von Kompatsch hier hoch. Also ihr müsst nicht laufen.
Ja, ich verlängere gerade meine Tour. Ich hätte schon vor einer ganzen Weile mal abbiegen müssen und dann wieder Richtung Seilbahn. Aber das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ich habe einfach noch Zeit. Die letzte Seilbahn geht um 7. Das ist so wunderschön hier. Man kann das, glaube ich, mit den Aufnahmen gar nicht so rüberbringen. Man läuft gedankenlos und das ist das Schöne. Man hört die Vögel zwitschern, man kann das hier komplett genießen. Unglaublich viele Fotospots. Es hat sich gelohnt, die Extraschleifen einzulegen. So sehe ich die Seiseralm aus verschiedenen Perspektiven. Klar, es ist nur ein kleiner Bruchteil. So, fast dann bei der Seilbahn angekommen. Auszeit. Ja, das ist, wenn ich in der Berge bin, dann sehe ich immer so aus. Nicht toll, aber ich kann nichts machen, das ist von der Natur aus. Naja, Schönheit haben halt andere bekommen, aber das ist mir egal. Jetzt bin ich komplett vom Thema weg. Ja, es geht wieder talwärts. Und wow, was für eine coole Tour heute auf der Seiseralm mit mehreren Schleifen. Ich wollte einfach nicht heim. Berggeil nennt man das. Ne, ich liebe einfach das in der Natur. So, unten sollte ich jetzt mal vielleicht noch kurz was einkaufen gehen. Meine Vorräte gehen zur Neige. Und dann muss ich mal schauen, was ich mache, ob ich am gleichen Platz nochmal übernachte. Vielleicht sieht schon danach aus, aber jetzt Schritt für Schritt einkaufen und dann schauen wir mal weiter. Also, wir sehen uns später. So, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder an der Seiseralm. Es ist hier in der Gegend wirklich nicht so einfach zum Freistehen. Aber da es heute Nacht problemlos war, ist nicht gerade der feinste Platz hier. Aber was juckt's für eine Nacht, das ist okay. Wir werden hier keine Lagerfeuerfreunde finden. Es ist auch nicht so wild, sondern wir haben eine Übernachtungsmöglichkeit, die ist gratis. Weil das war bis jetzt jede Übernachtung gratis und das soll eigentlich so bleiben, so stelle ich mir das vor, denn jeder Euro, wo ich mir ersparen kann, kann ich wieder ein anderes Wochenende on Tour sein und schöne Aufnahmen für euch machen. Ja, einkaufen war ich auch noch schnell und ja, ich bin mal gespannt, was ich mache morgen. Lasst euch überraschen, wir sehen uns.